Hallo liebe Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video und einige erforderlichen Updates müssen noch installiert werden. Bitte schließe Fortnite anschließend erneut. Verdammte Kacke, Leute! Wir spielen heute gemeinsam Fortnite Mobile. Zumindest habe ich es versucht, ja. Ich bin klicklich gescheitert. Ich gucke mal ganz kurz, ob das Game sich jetzt geupdatet hat oder nicht. Ich hoffe mal, es funktioniert. Ich habe mir extra ein iPhone besorgt, Leute. Ich hasse iPhones, ja. Viele Leute von euch sollten das bereits wissen. Ich bin überhaupt kein iPhone-Freund und so wie meine Kamera gerade hängt, da bin ich auch nicht mit zufrieden. So, wir warten mal ganz kurz auf das Update, meine Freunde, und ich werde mich das erste Mal jetzt in meinem ganzen Leben bei Fortnite Mobile versuchen. Ich habe ja schon PUBG Mobile gespielt und muss ganz ehrlich sagen, das ist kein Game für mich. Einige erforderlichen Updates zum Starten. Ja, Bruder. So, Leute, jetzt hat es nach 200 Jahren des Updates endlich funktioniert. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal rein. Kann ich hier eigentlich auch Sachen kaufen? Ja, moin. Wann kommt endlich der Rabenskin? Ich warte bis dahin. So, kann ich hier mein Emote? Kann ich auch machen? Guck mal. Leider kein Sound, aber das ist egal. Wir spielen jetzt einfach mal eine Runde, meine Freunde. Das Handy hat jetzt schon wieder 20.000 Grad, aber ich bin einfach mal gespannt, wie das jetzt ist, sich in-game mit einem Handy in Fortnite zu bewegen. Wir springen natürlich direkt bei Tilted Towers raus, meine Freunde. Und ich hoffe einfach mal, dass ich jetzt keine PC-Gegner bekomme. Oh Gott, Wechsel zum Kampfmodus, Tippen zum Platzieren. Ja, moin, Leute. Das wird auf jeden Fall so dermaßen kompliziert, dass ich wahrscheinlich nicht hinbekommen werde. Irgendjemanden zu töten. Okay, wie intuitiv ist das? Die Grafik ist gar nicht so schlecht. Die von PUBG war tatsächlich ein Stück besser. Okay, wir nehmen Sachen automatisch auf. Die Waffe nehme ich jetzt. Okay, gut, das ist relativ intuitiv. Springen tue ich so. Ducken tue ich mich so. Alles klar. Was habe ich hier? Was, ach, das ist Feuern. Okay, das ist nochmal eine Feuertaste. Ich habe eine kleine Aim-Hilfe, merke ich. Ich habe eine große Aim-Hilfe sogar. Das ist deutlich besser als bei PUBG. Die Aim-Hilfe funktioniert auf jeden Fall. Okay, krass. Aber es ist, glaube ich, nicht ganz so einfach, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich dachte wirklich, das wäre einfach. Aber jetzt sieht man halt hier schon. Also er zieht schon mit. Er zieht schon mit. Das Fadenkreuz zieht auf jeden Fall mit. Wir sind 92 Leute in der Lobby. Ich hoffe einfach mal, dass jetzt nicht Ninja höchstpersönlich mir gegenübersteht oder sowas. Ich fände es halt geisteskrank, ja, wenn man mal überlegt, Leute, dass das Cross-Plattform ist. Also ich könnte damit jetzt gegen PlayStation und PC spielen. Das ist schon krass. Das ist schon heftig, dass wir es hinbekommen haben. Und ganz ehrlich, performance-wise, es geht, es geht. Also es laggt nicht oder sowas. Wir sehen hier den Sturm. Die Grafik ist natürlich runterskaliert, aber bei weitem nicht so, wie ich gedacht hätte. Also es ist wirklich echt ansehbar. Man kann es sich auf jeden Fall geben. Also es ist jetzt der Bus. Klar, man sieht hier auf jeden Fall die Texturen und sowas. Da stimmt noch nicht alles. Gut, hier haben wir jetzt einen kleinen Lag gehabt. Ja, moin. Was ich halt mal dazu sagen muss, ist, meine Freunde, dass das Ganze halt noch eine Beta ist. Das heißt, es ist noch kein fertiges Spiel oder sowas, was wir spielen, sondern halt noch eine Beta-Phase, die momentan stattfindet. So, wir gehen natürlich direkt nach Tilted Towers. Ich bin echt mal gespannt, ob das eine gute Idee ist. Aber ich merke schon, dass die meisten Leute hier runtergehen. All die, weil wahrscheinlich jeder sich denkt, jo, ist mir jetzt auch egal. Ich versuche jetzt einfach mal mein Glück. Aber es lässt sich wirklich gut steuern. Also, da kann man sagen, was man will. So, wir gehen da besten direkt unten rein. Okay, Türen öffnen sich automatisch. Nehme ich automatisch auf die Sachen. Ich glaube, man muss extrem lange spielen, um daran, ich meine, in gewisser Art und Weise Spaß zu finden, ne? Glaube ich, keine Ahnung, ich weiß es nicht genau. Vielleicht liegt es aber auch an mir, weil ich, wie gesagt, ich spiele halt nie Mobile Games. Ich rutsche halt die ganze Zeit mit meinem Finger. Och Gott, ja moin, ich bin down. Ja, da hat er gekämpft. Ich habe keine Waffe. Ehrenlos, Boogie. Bauen tue ich hier. Machen wir mal ganz was. Okay, da muss ich hier drauf drücken. Oh, das geht aber auch ganz gut eigentlich. Das geht wirklich ganz gut. Das funktioniert. Das geht ganz gut. Okay, okay, okay. Krass, hätte ich nicht gedacht. Okay, gehen wir Anarchy. Ja, wir gehen Anarchy. Komm, Leute, wir gehen Anarchy. Das kann ich hier auch schon zoomen. Geil. Das funktioniert also auch schon. Gut, dann springen wir mal raus, meine Freunde. So, wir fliegen nach Anarchy Eckers. Wo ist mein Marker? Da ist der. Der ist ein bisschen klein. Den müssen wir vielleicht noch ein bisschen größer machen. Aber wie gesagt, Leute, wir finden es hier in der Beta-Phase. Und alles im Allen lässt es sich extrem gut und performant spielen. Sehr, sehr gut steuern. Also ich kann mich da momentan nicht beschweren. Abgesehen von meinem grottenschlechten Skill, der hier leider vorherrscht. Ist das wirklich echt brauchbar? Ich meine, ich bin halt einfach kein Handy-Gamer. So, das muss man mir einfach nachsehen. Denk mal, so ein Trimax oder sowas, der würde hier tatsächlich ganz gut abgehen. Ich werde das auf jeden Fall niemals so gut machen wie er. So, jetzt haben wir hier ein Launchpad. Mehr natürlich nicht. Nice. Sehr geil. Oh Gott, jetzt habe ich hier ein paar kleine Lags. Ich habe auch ein altes iPhone, muss ich dazu sagen. Also das ist nicht das iPhone 8 oder sowas, wo es wahrscheinlich deutlich besser laufen drauf würde, als auf einem anderen Handy. Oh Gott, hallo. Oh Gott, komm schon. Sag mir bitte, hier ist eine Waffe dran, ne? Nee, klar, so eine Waffe brauche ich auf jeden Fall nicht. Das ist alles easy. Das ist alles cool, du. Die werden sowieso ein bisschen overrated. Ist das das WLAN gerade oder ist das Spiel? Ich weiß es gerade nicht, auf jeden Fall. Digga, was laggt es denn so? Da haben wir die Scar, da haben wir die Scar. Jetzt wird's spannend, jetzt wird's spannend. Wir haben eine Waffe. Okay, wir versuchen mal was zu bauen. Okay, das ist schon crazy. Okay, von gegenüber. Bam, Junge! Gegeben, Alter!
Wie lade ich nach? Okay, einfach drauf tippen. Digga, unser erster Kill. Nice one. Wo kann ich meine Lebensanzeige sehen? Ach Gott, Lex ist Todes. Es ist schon krank verwirrend. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich komme gerade überhaupt nicht drauf klar, Leute. Ach Gott, ich bin nicht mal in der Lage, hier hochzulaufen. Wie soll man denn hier bauen können? Ach du Kacke. Ja, moin, von wo? Von wo? Es leckt einfach so, goddamn. Es leckt einfach des Todes, Digga. Und er hat sich hier eingekämmt, die kleine Mutti. Ah, Mann. Oh, Leute, ich weiß nicht, Alter. Ich werde niemals Mobile Gamer werden. Ich will keine Mobile Games spielen, Mann. Ich meine, das Handy hier ist halt auch schon 10 Jahre alt oder sowas gefühlt. Es ist ein iPhone 6S, glaube ich. Ich glaube, das neueste ist ein iPhone 8. Da sind ein paar Generationen dazwischen, Leute. Ach, ich weiß nicht. Also, das klappt auf jeden Fall schon mal alles ganz gut hier so. Das geht auf jeden Fall. Es lässt sich echt gut spielen, aber ich glaube, mein Handy ist hier einfach ein bisschen zu alt dafür. Vielleicht sollte ich das nächste Mal mit dem iPhone 8 oder sowas probieren. Vielleicht geht es damit deutlich besser. Ich weiß es ja nicht. Aber, Leute, immerhin bin ich froh, dass ich hier nicht gegen Bots spielen muss. Sondern tatsächlich gegen echte Gegner. Und das ist schon mal echt stark. Das ist schon mal ganz gut. Ich weiß auch gar nicht, ob ich hier irgendwas in den Grafikeinstellungen verändern kann oder sollte. Ich weiß es gar nicht, ob das überhaupt geht. Ich nehme an, dass es da schon noch für verschiedene Handys verschiedene Möglichkeiten gibt. Ich bin mir auch sicher, dass beim iPhone 8 oder beim iPhone 10 dann die Grafik nochmal ganz anders aussieht. Also man muss schon sagen, sie ist relativ weich gewaschen hier. Die Auflösung ist nicht die krasseste. Aber wie gesagt, Leute, das ist das Heftigste. Das ist kein reines Mobile-Game. Das ist eigentlich ein PC-Game, was auf Mobile runterskaliert worden ist. Das ist Cross-Plattform. Und das ist halt das Heftigste, Leute. Aber man kommt doch irgendwo ein Stück weit rein. Holen wir uns mal kurz hier die Kiste hinter der Wand, Leute. Man hört sie. Okay, da unten läuft ein Dude. Der ist ins Nachbar ausgelaufen. Wisst ihr was, Leute? Wir gehen jetzt einfach mal da rüber und gucken mal, was jetzt geschieht. Es bringt ja nichts, wenn wir hier die ganze Zeit am Campen sind, oder? Ich bin mal gespannt, wie das sich mit Schrotflinten verhält. Ich gehe jetzt auch gar nicht nach oben. Ach Gott, diese gottverdammten Verbindungslecks. LOL! Okay, nice. Den Boy haben wir. Aber ich kann mit diesen Lexi spielen, Leute. Ich werde auch noch gesniped von gegenüber. Ach Gott, Leute. Also ich weiß nicht. Irgendwie ist das gar nicht meins. Also, ne. Verdammter Mobile Gamer. So viel ist auf jeden Fall sicher. Geh jetzt, Mann, da hoch, Alter. Hoch jetzt da, Junge! Warum bin ich jetzt wieder unten, Alter? Was ist denn das mit diesem scheiß Internet? Hallo! Hab ich die Rechnung nicht bezahlt oder was, Digga? Geh jetzt da hoch! Ja, geh da vorne! Wieso gehst du denn nicht? Alter. Okay, ich bin gerade von gegenüber irgendwo beschossen worden. Da ist natürlich sau clever, sich jetzt einfach mal hier oben umzuschauen und ein bisschen rumzulaufen. Ne? Das macht auf jeden Fall Sinn. Trinken wir nochmal ganz kurz zwei Schildtränke. So, Leute. Rein die Luzi. Ist jetzt auch die Frage, hätte ich den Typen getroffen ohne Aim Assist oder nicht, ne? Es ist super schwierig, sich für dich zurechtzufinden. Also, es ist irgendwie... Ist das da hinten ein Gegner? Ich glaube schon. Das mit den Materialienfarmen lasse ich jetzt einfach mal komplett sein, weil ich habe das Gefühl, als wäre das hier sowieso ein Element, was keiner nutzt wirklich. Denn die meisten Leute sind wahrscheinlich nicht mal in der Lage, jemanden umzubringen. Stehen einfach nur rum. Wahrscheinlich noch beschissen als ich. Also von daher lassen wir das jetzt einfach mal. Da vorne ist er. Dass unser Untergang wird. Der ist hier oben irgendwo drin. Oh Gott. Oh mein Gott, diese Lex. Hä? Ich will nicht mehr mit dem iPhone spielen müssen! Ich hasse es! Ich hasse Mobile Gaming! Mobile Gaming ist für mich nicht ernst zu nehmen! Du kannst kein Spiel auf dem Handy spielen! Es geht nicht! Warum macht man das denn, Alter? Wieso? Mann, Junge! Es macht keinen Spaß! Thomas, komm mal her! Versuch du es mal bitte! Warum? Es ist cool, die Idee dahinter ist nice, aber dieses Handy ist so dermaßen beschissen! Schau es dir an. Komm ruhig neben mich, Thomas. Komm ruhig neben mich, Digga. Es ist sehr intuitiv und trotzdem super, super schwierig. Merkst du, wie warm das Handy ist? Das könnten aber auch deine schwitzigen Hände gewesen sein. Ich glaube fast nicht. Nein, Thomas, ich glaube fast nicht. Also nochmal. Handy steinalt. Internet-Sauscheiße. Game in der Beta. Aber alles... Aber alles im allen glaube ich, dass es ziemlich cool werden kann, wenn es dann endlich bitte mal für fucking Android rauskommt. Ich zeig dir jetzt, wie man das spielt. Okay. Wo schießt man? Ah, doch. Genau. Nee, nur klicken. Ja, richtig, genau. Das heißt, ich muss quasi aim und dann S klicken? Ja. Aber ich habe schon 2 Kills gemacht. Wenn das Ding noch 1-2 Monate Entwicklungszeit da rein investiert bekommt, nochmal Leute, das Ding ist bei weitem noch nicht fertig fürs Handy, sodass man quasi damit weiter spielen könnte. Und es gibt auch sicherlich schon Leute, die haben Mobile gegen PC gewonnen, da bin ich mir sicher. Also die Steuerung an sich, wenn man rumgeht, finde ich. Es ist super intuitiv, oder? Es ist super intuitiv. Ich finde es auch. Riechst du immer Pleasant Park? Nee. Aber oft, ich liebe Pleasant Park. Und gewinnst du auch oft?
Ja, gut. Ich war schon nah dran. Ja, Bro, lassen wir das einfach gut sein, ist schon okay. Komm, hier zwischen die Berge, ESL-Style. Sehr schön, sehr schön. Gehst du Architektenhaus zu Dena? Ist ein Geschöpfer, aber muss ja jetzt, ne? Ich würde gleich mal gerne versuchen, mit Tobi zu spielen. Cross-Plattform, ja. Wenn ihr mal wollt, Leute, dass ich mal Mobile gegen PC-Spieler spiele, dann lasst mal einen Daumen nach oben da, dann machen wir das nämlich auch mal. Ich bin mal gespannt, wie das dann aussieht, glaube ich. Also das wird nochmal was komplett anderes. Da ist nichts drin, aber gehen wir nach oben. Oben ist bestimmt bei die Treppe hoch. Siehst du diese Lex? Da ist ja wer. Aber der hat eine Waffe. Ja, perfekt. Du hast noch 10 AP, Thomas. Lauf ins Fritzelhaus. Jetzt geh doch! Nein! Thomas, lauf. Du hast auch Treppen und so, also du kannst auch Sachen bauen, ne? Du bist tot. Und das, meine Freunde, war's mit der ersten Folge von Fortnite Mobile. Yay! Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich besorge mir zum nächsten Mal ein iPhone X, meine Freunde, und eine vernünftige Internetleitung. Wir schrauben noch ein bisschen was an WLAN hier. Also alles im Allen kann man dem Spiel wirklich keinen Vorwurf machen, sondern nur mir als Spieler. Es ist einfach, ja, keine Ahnung. Von 10 meiner Fingerkuppen haben 4 keine Gefühle mehr. So wie auch mein kaltes Herz, meine Freunde, so ist das leider. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf die weiteren Versionen von PUBG Mobile. Ich bin mal gespannt, was da mal so kommt. 2 Kills haben wir geschafft, meine Freunde. Nächstes Mal 20 Kills. Solo Squad ist drin. Ich würde sagen, Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Lasst einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns dann morgen um 18 Uhr wieder beim Livestream, meine Freunde. Dabbt auf die Hater, ihr wisst Bescheid. Haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.